Ich höre schon mal nichts mehr summen, das ist gut. So, das nehmen wir uns mit. Sehr schön, Pistolenmagazin, yo. Und dann werde ich gerade mal die Waffe nachladen. So, 7 Schuss im Reserve, das ist okay. Hier haben wir eine Tür mit 003. Was ist hier eigentlich alles? Eine Sammlung diverser alter Reagenzgläser und Gefäße. Okay. Was haben wir da noch? Ach, hier ist, ach du Scheiße. Ein Keypad. Aha, okay. Der Verriegelungsmechanismus für die Tür. Verwenden? Ja, mal gerade schauen. Aha. 3 Augen brauchen wir hier. Aha, aha, aha. Alter, okay. Und dann kann ich hier einen Code eingeben, oder was? Aha. Okay, wir brauchen offensichtlich für jedes Auge brauchen wir einen Code. Na super. Sagt er hier in der Mitte noch irgendwas zu? Ich glaube nicht, ne? Laborgeräte, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Könnte hier ein Experiment durchgeführt worden sein? Na, das kann natürlich sein. Alte Urkunden stehen auf dem Regal. Die meisten stammen von der Stadt oder der Armee. Okay, es wird wahrscheinlich hier auch so sein. Jawohl, okay. Will halt nur nichts übersehen hier. Da vorne ist noch ein Schränkchen. Da sagt er nichts zu. Okay. Ist hier noch was? Weil manchmal liegt ja auch was im Regal. Das hatten wir ja auch schon. Wo geht's denn daneben hin? Okay, da ist ein Kämmerchen. Aber das ist ja, wie gesagt, verschlossen. Was haben wir sonst noch hier? Die Tür ist auch zu. Die ist zu. Die sind beide zu. Okay, dann kommen wir offensichtlich hier. Ach ja, da ging es ja noch weiter. Hier brauchen wir Schlüssel 003, habe ich, denke ich mal, ne? Jawohl, da brauchen wir 003. Jawohl, okay. Und hier ist noch Kraut. Was haben wir hier für eine Tür? Sie ist von der anderen Seite blockiert, okay. Soll ich das Rote hier gerade mal... Das ist zwar jetzt nicht unbedingt zum Gift heilen, aber egal. Lege ich einfach gleich in die Truhe. Okay, dann schauen wir mal, was der arme Teufel hier vorne noch bei sich hat. Oder ob er überhaupt noch was bei sich hat. Aber ich glaube nicht. Er hatte ja nur das Ungezieferspray. Das hat ihm ja nicht weitergeholfen. Ihh, sehr widerlich. Einfach nur. Bah. Okay, so. Rotes Kraut. Und was ist hier sonst noch? Residenzschlüssel. Aha, noch ein Residenzschlüssel. Wofür brauche ich den denn jetzt? Ich hätte mal lieber ein Farbband. Rotes Kraut mitnehmen, ja. Kann ich rote Kräuter eigentlich kombinieren? Ich muss mal gerade ausprobieren. Nee, das funktioniert nicht. Okay. Die kann man wirklich nur mit dem blauen oder grünen kombinieren. Residenzschlüssel. Wofür brauche ich den jetzt? Oder ist das... Moment. Moment, Moment, Moment. Ich will nicht kombinieren. Halt, falsch. Ich wollte prüfen. Ah, Schlüssel 003. Alles klar. Ich habe gerade schon gedacht. Okay, dann mal hier. Aufschließen gerade. So, ablegen, ja. Und dann mal gerade reingucken. Ah, ich brauche ein Farbband. Scheiße, ich habe nur noch eins. Das kann ich jetzt am Ende nochmal speichern von der Folge und das war's. Ich horche mal wieder. Ich höre nichts, hier liegt was. Natürlich nehme ich das mit. Habe ich 3 Stück jetzt wieder? Ja, okay, wunderbar. Dann können wir auch gleich mal beruhigt speichern. So, was ist hier? Was ist hier am Start? Ist hier eine Schreibmaschine? Ernsthaft? Ei, geil. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das direkt. Ich habe es ja eh gerade dabei. Denn den Fortschritt müsste ich dann doch gerne gespeichert haben. Hallo, ich möchte speichern. Danke. Oh, wie cool. Das ist ja geil. Okay, ist hier auch eine Truhe? Bisher waren ja in den ganzen Räumen auch immer... Alte Karten wurden in den Papierkorb geworfen. Sie sehen wie Straßenkarten aus, aber das nützt ihnen jetzt nichts. Schade. Aha, das Regal steht voller roter Bücher. Ein weißes Buch steht dazwischen. Mitnehmen? Ja. Laborexperiment in organischer Chemie. Die Ähnlichkeiten in den Zelleneigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyrannvirus infiziert wurde, Tyrannenvirus, sind bereits an anderer Stelle dokumentiert. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben, wie Jolt oder V-Jolt. Unseren Berechnungen zufolge sollte die Anwendung von V-Jolt direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligen Absterben führen. V-Jolt lässt sich durch die Mischung der Chemikalie VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit den UMB-Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßen Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Moment, ich schreibe mir das mal gerade auf hier mit diesem
VP und UMB. Weil vielleicht ist das nachher noch wichtig. So. Ach Gott, hier ist ja noch mehr. Die Merkmale der einzelnen UMB-Chemikalien sind wie folgt. Moment, dann mache ich jetzt doch mal eine Notiz gerade. Ich könnte es auch abfotografieren mit dem Handy, aber das lasse ich jetzt an der Stelle mal. Ich weiß auch nicht, ob wir dann... Können wir nicht nachher nochmal darauf zugreifen? Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Warte mal. Ich glaube, da kann man doch nachher nochmal drauf zugreifen, oder? Ich schreibe es jetzt trotzdem mal mit Rot. So, Gelb. Nummer 6. Gelb Nummer 6, Gelb. Was auch immer das jetzt heißt. UMB Nummer 7. Ich muss noch ein bisschen kleiner schreiben. Das passt hier nicht alles auf den kleinen Zettel, den ich hier habe. Nummer 7. Grün. Dann haben wir UMB Nummer 10. Orange. Dann VP. Oh Gott, VP. 017. Blau. Und VJOLT. Also ich denke mal, dass man es so ausspricht. VJOLT. Dunkelbraun. Aha. Dunkelbraun. So, okay. Alles klar. Sorry, das war mein Stift. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. So, dann können wir hier schon wieder beenden. Alles klar. Anscheinend müssen wir nämlich nachher vielleicht so ein Gift mischen und damit die Pflanze töten. Ich weiß es nicht. Hier ist nichts mehr. Was ist denn das? Aha. Dichte Bäume versperren ihnen die Sicht. Okay. Tier, was ist hier noch? Ein altmodisches, aber solides Bett. Naja. Keine Zeit zum Schlafen. So, das Buch haben wir. Gespeichert haben wir auch. Ach so. Was? Die Lücke zwischen den Büchern erregt ihre Aufmerksamkeit. Aha, warum? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... So, haben wir sonst alles, ich hoffe. Hier vorne ist ja nichts mehr. Hier ist noch ein Spiegel. Einige Tapetenrollen. Okay, eigentlich ist da ein Spiegel. Einige Tapeten, ja, okay. Aha, okay. Also jetzt haben wir zumindest mal diese merkwürdigen Chemikalien hier aufgeschrieben. Also VP und UMB. Tja, was auch immer man da... Okay, was ist denn das hier? Ich habe nämlich gerade auf den Zettel geguckt. Die Wurzeln einer Art Riesenpflanze ragen aus der Wand. Okay, offensichtlich ist das die Wurzel. Der Hahn am Waschbecken funktioniert anscheinend nicht. Hier haben wir wieder eine Badewanne. Sollen wir da einfach schon mal wieder Stöpsel ziehen? Oder können wir das nicht? Voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen. Ja, wir werden noch der international erfahrene Stöpselzieher hier im Spiel. Ich merke das schon. Das war jetzt schon der dritte Stöpsel, den wir hier gezogen haben. Aber ich glaube, da liegt kein Zombie drin. Sieht nicht so aus. Da ist etwas in der Badewanne. Ach, mach Dinger. Ein Dolch. Ja, okay, den nehme ich natürlich gerne. Dann haben wir schon 3 Verteidigungsobjekte. Das finde ich super. Die Regale sind voller diverser Seifen und Kosmetika. Alles Produkte der Marke Umbrella. Ach so. Ich dachte jetzt von Oil of Olas, aber naja. Man kann nicht alles haben. Kosmetika der Firma Umbrella. Für einen besseren Teint in ihrem Zombie-Leben. Nein, Quatsch. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal zur Truhe. Leider war da ja nur eine Schreibmaschine. Ich glaube, da ist auch wirklich nur eine Schreibmaschine. Oder ich muss mal gerade auf der Karte... Ja, da ist wirklich nur eine Schreibmaschine. Dann habe ich jetzt eigentlich... Moment. Schlüssel haben wir jetzt erstmal keinen bekommen. Wir haben aber Farbbänder bekommen. So, wir haben diese merkwürdige Notiz und wir haben eine Lücke, wo ein Buch reinpassen könnte, eventuell. Weil, wenn er da schon sagt, das erregt die Aufmerksamkeit, vielleicht können wir da ja ein Buch einfügen, wenn wir eins kriegen oder eins krägen. Ja, eins krägen, ganz bestimmt. So. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell zur Inventarkiste. Und blaues Kraut brauche ich noch, ne? Weil ich will jetzt gleich mal zu dem Spinnenraum. Wo lag denn blaues Kraut? Draußen, ne? Ich glaube tatsächlich, dass draußen blaues Kraut war. Achso, ja, hier müssen wir ja wieder klettern. Ich hoffe ja nicht, dass die uns hier oben von der Kiste holt, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Denn das hat... Wow, nein, nicht darunter. Das hat ja einen Grund, dass man die so schieben kann und so lang ist der Schlingpflanzenarm jetzt auch nicht. Was schon mal gut ist. Muss man mal ganz klar sagen. Klick, klack, die Tür geht auf und wir sind wieder im Speicherraum. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt insgesamt noch 3 Farbbänder. Das finde ich gut. Dann kann ich nämlich am Ende der Aufnahmesession ganz normal speichern und muss mir keine Sorgen machen. So, das dazu, dann hier das erstmal hier rein. Ich muss mal gerade gucken, habe ich überhaupt noch... Ah doch, da könnte ich noch ein blaues beimischen, das ist okay, weil ich habe gerade überlegt, ich habe ja gar keine grünen Kräuter mehr.
So, Magazin lege ich auch weg. Das lege ich aber hier oben hin, bei die Waffen. So, Hausschlüssel, ja, den hätte ich ja aufgehoben. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ach, ich hätte ja noch Pistolenmunition gehabt, sehe ich gerade. Okay, so, die Magnum-Munition ist aber wirklich nur für die Magnum, glaube ich, ne? Ich denke mal. Okay, wir sind dann relativ gut ausgestattet. Dann würde ich sagen, nehme ich mir schon mal das Kraut mit. So. Und hol mir jetzt blaues Kraut und dann gehen wir zur Spinne. Und sagen mal Tarantula hallo. So, wo war blaues Kraut? Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, vor dem Haus waren welche. Da hatte ich doch noch... Ach ne, hier sind auch schon welche. Okay, ach ja, hier. Wunderbar. Ja, mitnehmen. Danke. So, nein, ich will nicht auf die Map. Ich möchte gerne so und das hier kombinieren. So, wunderbar. Dann kann da schon mal nichts mehr passieren. So, und dann würde ich sagen, ja, nehme ich die große Wumme. Ich glaube, ich nehme die große Wumme. Wir haben ja ein bisschen Munition eben gefunden. Da ist die, glaube ich, gut investiert. So, die hing direkt über der Tür, ne? Ich denke, ich werde sofort erstmal in die Mitte des Raumes laufen und von da aus schießen. Ich hoffe, die springt uns nicht an. Okay, wo ist sie? Wo ist die? Ach, da oben ist eine. Ah, da sind hier zwei. Nicht ernsthaft. Warte, hier ist noch irgendwo eine. Oder? Wo? Wo zum Geier? Alter. Okay. Scheiße. Okay, kommt die jetzt? Ich weiß nicht, ob ich von hier treffe. Die hat ja nur gerade ihre Beine aufgestellt. Ich weiß nicht, ob die uns... Komm, Kamera, wechsel doch mal. Warte mal, kann ich... Alter, scheiße ist das. Was ist das für eine scheiß Position hier? Okay, ich probier's mal. Oh, drei Schuss nur. Das ging aber jetzt. Okay, ich hätte mit mehr gerechnet. Boah, gut. Sie hat kein Gift versprüht. Ich glaube, wir haben's... Hallo, wer sind wir denn? Ich glaube, das hat... Igitt. Ist ja widerlich. Okay, wir nehmen aber erstmal hier... Toll, Chris beugt sich auch noch genau im Arsch in die Soße. Lecker. So, was haben wir denn hier? Was? Hat die uns jetzt gerade Schaden gemacht? Nicht ernsthaft? Nee, Gott sei Dank. Eine rote Öllampe. Sie ist nicht angezündet. Na, wie gut, dass wir ein Feuerzeug dabei haben. Oh, falsche Taste, Entschuldigung. Verwenden. Ein sonderbarer Schatten schwebt im rötlichen Licht. Ach, schaut doch mal. Das ist doch, glaube ich, dieses Auge von dem Keypad, oder? Moment mal. Rot. Ich mal das Auge gerade mal... Soll ich das abmalen? Ich mach's einfach mal. Also das ist so und dann hier so. Ihr seht das jetzt gerade nicht, aber ich mal mir das mal ab und dann schreibe ich rot daneben. Damit ich das weiß. So, das ist rot. Okay. Was könnte es bedeuten? Also eine Zahl oder so haben wir hier nicht, ne? Wir haben wirklich nur das rote Licht. Okay, die hat endlich aufgehört zu zucken, die Olle. Gott sei Dank. Was ist das denn da? Hier diese... Was ist das denn da? Kann man da irgendwas mitmachen? Nee, okay. Hier haben wir, können wir ein bisschen Musik hören vielleicht. Ah, okay. Eine Lederjacke. Ein Teil davon ist von Säure verätzt. Oh, hier eine Lederjacke. Ach, hier vorne. Okay. Die Trennwand ist mit Tellern geschmückt. Ist das hässlich. Okay, so. Hier ist noch grünes Kraut. Alles klar, nehmen wir mal mit. Alter, da unten liegt voll viel Zeug rum. Okay, hier war noch eine Spinne, ne? Ja, da oben. Wie, komisch, kommt die uns nicht zu nah. Armwrestling. Eine Anzeige für einen Wettbewerb im Armdrücken. Der Sieger wird für einen Tag zum Boss der Polizei von Raccoon ernannt. Was bitte? Okay. Alles klar. Ah, Löchchen. Hier sind ja immer noch viel schönere Poster unterwegs hier. Ah, da ist noch eine Öllampe. So, kann die Spinne... Kann die zu uns kommen? Ich hoffe nicht. Alter, wer hängt denn hier die ganzen Poster auf? Oh, guck mal, hier. Geigenkasten. Ein Gitarrenkasten. Er ist leer. Schade. Gut, gut. Gitarrenkasten. Ein paar Billardkugeln. Oh Gott, da kommt ja ein Rätsel nach dem anderen. 2, 3, 4, 5, 6. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Aber... Aber... Warum sagt er da aber? 2, 3, 4, 5, 6. Ah, okay. Die Reihenfolge scheint... Aber... Warum sagt er da aber? Das ist komisch, finde ich, ehrlich gesagt. Warum sagt er da aber? Hm, hier ist die Gitarre dazu. Okay, so, die bleibt hoffentlich da, wo sie ist. Aber die kommt doch gleich, oder? Wenn wir jetzt hier runtergehen und da unsere Sachen holen wollen, dann kommt die doch bestimmt.
Das ist doch hier unten, wo ich jetzt hin will. Ja klar, die hängt doch da an der Wand. Ich nehme jetzt einfach nur schnell die Sachen mit. Warte, nee, nein, die nehme ich noch nicht mit, denn... Ich will erstmal gucken, was hier sonst noch so liegt. Okay, da ist noch eine Öllampe, da gehe ich gerade mal zuerst hin. Eine grüne Öllampe, sie ist nicht angezündet. Ja, natürlich, ich weiß, dann machen wir das gerade mal. So, was haben wir da? Aha, das ist das Auge mit den zwei Strichen oben an der Seite. Machen wir gerade mal so, so und dann das Auge. So, und da ist grünes Licht. Grün, ja. Könnte das bedeuten? Ja, wissen wir nicht. Was haben wir hier? Cornflakes oder was soll das sein? Rotes Buch. Bandage with Blood. Aha, das scheint der neue 50 Shades of Grey Band zu sein. Nimm ich mal mit. Boah, geht euch dieser Hype von dem Film auch so auf den Sack? Also mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich mir den angucken soll, ganz ehrlich. Ich habe eh keins von den Büchern gelesen und ich glaube, das ist auch einfach nur so ein Frauenthema. So. Also nicht Bandage jetzt im eigentlichen Sinne, aber das wird doch, glaube ich, nur von Frauen gelesen, oder? Ganz ehrlich. Okay, die Spinne bleibt da. Das ist gut. Dann brauchen wir die gar nicht töten. Ja, gut. Dann würde ich doch sagen, wenn hier sonst nichts mehr ist, wir merken uns mal, dass da noch Munition ist. Die haben wir gekillt. Also zwei Öllampen hatten wir hier, ne? Ist hier nicht noch eine dritte? Jetzt mal ohne Mist. Warte mal, da war die rote und die grüne Lampe. Sind hier wirklich nur zwei? Ich muss mal gerade... Was ist denn das hier? Ein Haufen großer Fässer. Okay, nee, hier scheint wirklich nur zwei... Oder habe ich da oben noch was übersehen? Moment. Oder die dritte Lampe steht in einem anderen Zimmer. Das kann natürlich auch sein. Ach nee, warte mal, habe ich mir die eine... Hä, habe ich mir die eine vielleicht nicht aufgeschrieben? Moment mal gerade. Ah, nee, hier die habe ich vergessen. Siehste, ich wollte doch sagen, ich habe doch eine vergessen. So, das ist dann das Auge mit den drei Strichen oben und einem unten. So, also drei Striche oben und einer unten und keine Pupille. So, orange schreiben wir mal. War das Keypad nicht auch in diesen Farben, ne? Ja, muss ja. Das waren ja dieselben Symbole. Was könnte es bedeuten? Ja. Da hier diese Kugeln rumliegen. Ich gucke mir gerade mal die Farben an. So, wir haben... Ah ja, aber das ist... Wir haben da noch Blau dabei. Ich habe ja kein Blau. Ich habe nur Rot, Grün, Orange. Ich habe hier Rot, ich habe Grün und ich habe Orange. Warte mal. Moment. Also bei Roter ist eine 3. Ich schreibe das gerade mal mit. Bei Grün habe ich die 6 als Kugel. Und bei Orange habe ich die 5, oder? Ja, das ist... Ja. Das könnte wahrscheinlich schon der Code für die Tür sein. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Weil er sagt da so verführerisch aber und diese drei Lampen. Wir haben genau diese Billardkugeln auch als Farbe. Wahrscheinlich sollen die anderen einfach nur ablenken oder verwirren. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge, denn ich gehe jetzt erstmal speichern. Beziehungsweise lege auch gerade nochmal ein paar Sachen ab. Aber es ist gut, dass die eine Spinne da bleibt. Dann haben wir damit schon mal kein Problem. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die nicht angreift, ne? Die folgt uns zwar, wenn wir da hingehen, aber die kommt nicht. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So. Dann haben wir das Kraut nicht gebraucht. Das ist schon mal sehr schön. So. Ach, das Buch wollte ich mir noch angucken. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Moment, ich mach mal gerade Folgendes. Ich leg mal die... Da müsst ihr jetzt warten. Ist jetzt ein bisschen gemein, aber ich gucke mir das Buch wirklich erst in der nächsten Folge an. Das machen wir jetzt nicht mehr. Ich speichere jetzt nur noch ganz schnell und dann... Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann sage ich mal, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.